Jetzt werden Sie alle wissen müssen, wo Sie es am zweckmäßigsten und am sinnvollsten lassen. Die Sperrzeit von 30 Sekunden ist noch unter dem Kapitän. Adam Klarisch folgt als Fünftplatzierter mit nur einer 1/10000 Sekunde Rückstand auf Startplatz 4 auf Daniel Lloyd. War Adam Klarisch also in der fünften Startposition erfolgreich im Qualifying und der Tabellenseite an den blau lackierten, im Untergrund blau lackierten Fahrzeugen. Nielsen also Startposition 10, Pila 11, Startaufstellung allen voran, Ola Nielsen, Stefano Poeto, Matteo Spisowski und Daniel Lloyd, die ersten vier. Von hinten kommt jetzt die grüne Flagge, das heißt vorne werden die Ampeln jetzt sukzessive angehen. Lampe 2 ist angeschaltet, der dritte Ampel brennt, Ampel 4, Ampel 5 freigegeben mit einem sehr ordentlichen Start des Polesetters. Ola Nielsen, der hat es umsetzen können. Da geht es zum ersten Mal jetzt runter auf die Grundlichtkehre. Natürlich sind sie alle ein bisschen ausgefächert, klar. Und jetzt heißt es, aufzupassen auf Aditya Patel. Der geht über die Außenbahn im Garagenfahrzeug ganz weit außen rum und sichert sich erstmal die vierte Position. Das war ein sehr, sehr ordentliches Manöver. Das ist der Führer, was jetzt hier war. Was jetzt abgelegt hat, einfach das war einer derjenige, der dort also ausgangs der Grundlichtkehre sein Fahrzeug ein bisschen unfreiwillig geparkt hat parken lassen müssen, so wie das Auto es dann am Ende wollte. Denn da war er nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug zu kontrollieren. Wir sind vorhin zu Lisowski Patel, dahinter Daniel Lloyd in der fünften Position. Das nach vorn gemacht hat Jan-Henrik Hufenwender. Stehen durch und die Reise wird fortgeführt mit Push to Pass. Da gehen sie reihenweise an der Spitze die Lampen und Nielsen hat seinen Vorsprung doch halten können. Der hat sich gleich mal wieder um 3-4 Fahrzeuglängen vom Rest des Feldes abgesetzt. Poeto kann das Tempo nicht mitgehen, muss also nach hinten schauen, dass Lisowski da nicht am Ende der Start- und Zielgeraden beim Anbremsen auf die Grundlichkehre in eine günstige Bremsposition kommt. Aber dafür ist er auch zu weit weg. Dasselbe gilt dann auch für Aditya Patel, für Daniel Lloyd und Jan-Henrik Hugen, der nach vorne gesprungen ist, der ja aus der 9. Startposition das Rennen aufgenommen hat und zu 3 Positionen in dieser Startphase zunächst mal gewinnen konnte. Klassisch als Platzierter und John Nielsen, schnellste Legende auf Rang 8 derzeit. Folgerichtig brauchen wir uns da also im Moment über einen Zweikampf keine Gedanken zu machen. Ganz anders sieht das an der Spitze aus. Da hat sich dieses Paket gebildet und auch in der Verfolgerschaft mit Daniel Lloyd, mit Jan-Henrik Hugen und auch Adam Klarisch, der noch aus der Logenperspektive sich das anschaut und für Jan-Henrik Hugen war immer so ein bisschen zu weit rausgeholt. Da stand er ein bisschen arg spät auf der Bremse, hat also zwar kurzzeitig mal den Platz von Daniel Lloyd übernehmen können, muss jetzt aber aufpassen, dass er sich mal abklassisch passiert. Vielleicht mal 50 PS mehr nach, wird sich jetzt also von oben und auch von John Nielsen dann wohl ein bisschen befreien können aus seinen oder aus deren Klauen. Wir haben auch mal die Startphase in der Zeitlupeneinspielung. Alles sehr gesittet zugegangen, auch in der ersten Kurve. Das muss man die Jungs wirklich mal zugute halten. Da ist nichts Dramatisches passiert. Hat einen guten Namen mitgemacht. Und an der Spitze sind sie auch alle samt mit 6 Einsätzen der Mehrleistung, der abrufbaren Mehrleistung noch unterwegs. Was man allerdings bei Daniel Lloyd sagen muss, dass der Brite noch 8-mal draufdrücken darf und damit sich durchaus auch später wieder ins Geschäft reinwagen könnte. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn er noch seine abrufbare Mehrleistung ein bisschen aufspart, dann ist er durchaus ein heißer Kandidat für weitere Plätze noch nach vorn zu kommen. In der Zeit 5 Platzierte mit der Startnummer 16. Er sollte sie ein bisschen im Auge behalten. Der hat also nicht wieder 16, sondern mit der Startnummer 11 unterwegs. 16 ist Jan-Henrik Hugen. Also die 11. An Stefano Poeto vorbei. Der Tabellenführer ist neuer Zweitplatzierter und Poeto versucht auf der Start- und Zielgeraden zu kontern. Ganz, ganz eng an den Betonmauern vorbei schiebt sich da Poeto wieder in die zweite Position zurück. Und das Ganze ohne Abbruch der Mehrleistung. Denn die sind aufgebraucht bei denen an der Spitze. Poeto, nachdem er kurzzeitig mal den zweiten Platz verloren hat, ist jetzt wieder in der Führung, in der zweiten Position wieder zurückgefahren. Aber Lisowski ist noch längst nicht geschlagen, während Nielsen sich jetzt in seiner letzten Runde wohl einen lauen Lenz da vorne an der Spitze machen kann. Und ich glaube, da hat die Seitenrang nichts werden, aber ein herzerfrischendes Duell zwischen den beiden, während wir große Glückwünsche in Richtung Ola Nielsen aussprechen dürfen, der sogar noch hätte einmal die Mehrleistung abrufen können. Poeto wird Zweiter vor Lisowski und Lloyd sichert sich den 4. Platz vor Patel, Gladisch und John Nielsen, dem Dänen als schnellsten Legendenpilot. Schöffler wird 8. vor Bieler und Lammers. Damit haben wir auch dann gleich alle 3 Legenden mit von der Partie innerhalb der Top 10. John Nielsen, der